Ab geht's, Jungs. Ab Gut, geht's in die Ninth Academy. Round. Gut, take my energy. Ah ja. Ah So, ja. dann geht's jetzt also in die erste Runde. Mal die Knife schon ganz gediegen von oben an. Und Seven Life steht da in der Garage, dass schon mal nicht drüber geboostet werden kann. Also über die Wie drüber geboostet elegant, werden wie sie kann. sich in einer Und Reihe jetzt aus. geht's los. Das Gemetzel. Irgendwie lebt bei der Wood Academy nur noch einer und Na, es ist ist auch schon tot. durch. Was meinst du, T oder? Ja, ist schon. Never mind. Bleiben als CTC. Ja, Servus. klar. Also als CT hat man halt, wie gesagt, einfach die besseren Chancen und es ist immer gut, wenn man eine starke Führung in der ersten Hälfte halt ausbaut. Und die Sache ist halt auch, als CT ist es wahrscheinlicher, die Pistol Round zu gewinnen, laut Statistiken auf Nuke. Ja, Und das ist definitiv. ja auch nochmal gut. Seven Lives hatte bis jetzt noch nie großartig Probleme bei der Pistol Round, haben sich meistens eigentlich immer ganz gut geschlagen, aber es ist trotzdem ja gut, so das ein bisschen die Prozente auf seiner Seite zu haben, ne? Alright. Let's go. Ab geht's, letzter Spieltag und Wood Academy entscheidet sich für einen Awash in den Wind. Ja. Zwei wurde schon geholt. Es kommt mit der Smoke, damit sie den Plan auf jeden Fall schon mal durchbekommen. Oh, Dodo hier mit zwei Wo Frags. rennst du denn? Siehst du, da war der Autodirector schon wieder super. Du hast ihn gar nicht an. Du bist die ganze Zeit nur auf Escort. Hä? Ich hab den an. Der switcht die ganze Zeit hin und her. Okay. Dann. Und Ist jetzt doch sick! Felben hier Jetzt noch hat er ganz bei, jetzt hat er bei alleine. mir, jetzt hat er bei mir geswitcht, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe. Auf Prince. Ja, und Prinz Prince holt die holt also Runde. hier die Runde, genau. Ja, Und somit ey, 1 zu Digga. 0. Ich habe nichts gedrückt und er ist jetzt auf Dingens gegangen. Auf Prince. Beim Diffusen. Ja, das sagen sie alle. Ja, du siehst es doch. Ach, mein Gott. Ist er Kacke. Muss ja ein bisschen reinsalzen. Ehrlich. Schöne erste Runde. Haben beide Teams sehr gut reingehittet. Letztendlich war ja auch nur noch Prince am Leben. Und Felben. Und das wird jetzt also die erste Runde hier für die CTs. Junges, geh mir nicht auf den Sack. So. Auf jeden Fall schon mal ordentlich Utility Damage. Und Wood kommt richtig gut auf den Hotspot da drauf an der Stelle. Noch Mason und Miney hier am Start. Miney wird auch gefragt von Esco und somit nur noch Mason mit der Scout im Connector. Ja, Mason die AWP-Legende halt, aber keine Scout-Legende. Deshalb wird er auch wahrscheinlich reinspeichern. Gehen wir davon aus, zumindest. Ja, es ist wahrscheinlich. Und wer weiß, vielleicht macht er gleich doch noch mal den Klatsch. Sie werden bestimmt gleich alle Mason kommen und der klatscht den alle um mit der Scout, ja. Haben wir ja zweite Runde. Der Fokus ist vielleicht noch nicht hundertprozentig da. Das kommt jetzt alles Step by Step und dann wird das schon laufen. Aber hier jetzt also der Ausgleich von der Wood Academy 1 zu 1. Ist ja nach dem Update eine sehr ausgeglichene Map geworden, oder? Noch vielleicht leichte Vorteile für CT, ne? Na, es ist schon relativ stark CT-lastig. Also, die CTs gewinnen zu ungefähr 56% das Match und die Ts zu ungefähr 44%. Also, das ist schon ziemlich extrem. Okay. Wenn man jetzt mal als Vergleich die zweite Map war, Inferno hatten wir gesagt, ne? Oder Ja. Mirage? Ne, Inferno. Inferno. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise Inferno anschauen. Das ist eindeutig ausgeglichener mit 51 und 49%, also 51 bei den CTs. Krass, bei Inferno. Okay. Und da ist es schon recht ausgeglichen. Ist auch eine, gut, Inferno ist eine der ausgeglichensten Maps, aber Oh, puf, okay. Nuke ist schon mit am unausgeglichensten oder ist eigentlich am unausgeglichensten.
So. Mason Ultras. Ja, auf geht's, ballert mal den Chat damit voll. So, wird auf jeden Fall ein Rampe-Aufbau, so wie es aussieht. Meini, der mit den Digam abaimen. Verschießt auch. Oh, kriegt dann ordentliches Brett von Felmer. Da kommt die Smoke schon hinten und Prince pusht durch, wird geholt von Esko. Hatte Esko den Read, dass einer von hinten kommen wird. Und die Wood Academy ist bis jetzt flawless auf dem Spot. Nur Mason und Finn da noch am Leben, die probieren können und ich glaube probieren werden, da noch was zu holen. Oh, da Mason hatte da eigentlich das Timing, hat aber ja nicht den Track setzen können. Das macht Finn jetzt für sein Mate. Oh. Da hat sich Mason in der Garage noch den zweiten, aber das wird kein Try mehr für den Diffuse. Nee, nee, die werden nur auf die Exit-Tricks jetzt gehen und schauen, dass sie da noch ein paar Leute rausholen können. Ja, so ist es. Aber das werden sie nicht hinkriegen. Dann sind alle schön auf die andere Seite der Map verzogen. Und somit geht jetzt Wood Academy hier also in Führung. Mit 2 zu 1. Wir sehen jetzt auf der T-Side komplett bei halt. Gut, Felben hat noch die Mac 10, aber warum sollte man die auch wegwerfen, wenn man sie jetzt durchgebracht hat, die letzten Runden? Oder die letzte Runde. Und die Utility ist gut. Bei den CTs sehen wir 2 Rifles, 3 Pistols. Nicht gerade viel Utility. Oh, schöner Frag hier von Esko. Und Wahnsinn, die sind schon auf dem Spot drauf, konnten die Bombe schon legen. Und jetzt ist Seven Loves Gaming also wieder in Zugzwang. Kann das sein, dass der Dodo auch ein Stand-In ist? Oh, der schön Dodo. Von Esko. Wie scheint, ich glaube schon, dass Dodo ein Stand-In ist. Lass mich doch noch mal hier kurz reinschauen. Eine Runde wird auf jeden Fall wieder zugunsten von Wood Academy ausgehen. Flawless. Und Mason seit der zweiten. Ich glaube, Dodo ist ein Stand-In. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig hier gesehen habe. So, Mason hat auf jeden Fall jetzt die Orb. Das bedeutet, ab jetzt hat Wood Academy keine Chance mehr. Ah ja. Na, go Mason! Sehen, also go Mason! Ja, Dodo Stanton, ja, genau. Danke nochmal für die Bestätigung, Posterboy. Boss. Also, beide Teams jetzt also hier mit einem Full-Buy. Die scheint. Bauen sich die Teams momentan noch so ein bisschen Lobby aus. Outside probieren sie gerade noch nicht. Ist auch gut abgesmoked. Weil ich glaube, ein oder zwei Smokes auch von den Tees selber kommen. Und. Maurice, der gute. Ja, ich überlese es einfach. Der gut. Ich überlese es einfach. Der Toasterboy statt Toasterboss. Ja. Oh. Smoke und Nate Lay. Und Molly gleichzeitig. Und jetzt geht's Richtung Rampe. Und direkt ein wahnsinnig starker Fleck von Dodo, der da meint, die gar keine Chance lässt. Alles abgesmoked, gemollied, alles nochmal doppelt und dreifach. Werft mal alles da rein und dann geht's ab Richtung B-Spot. Und das wird auch wieder eine Afterplan-Situation werden für Stemless Gaming. Und ich glaube, das wird schwierig zu gewinnen. Ah, Esko auch hier. Oh, dann bisschen nur mit zwei. Dodo jetzt als letzter. Da eben schön. Durchgegangen ist mit Nate in der Hand. Und jetzt Noah und Finn gegen Dodo. Puh, das sah doch eigentlich stark nach einer Runde für Wood Academy wieder aus. Auf jeden Fall. Aber die Afterplan-Situation nicht ganz so gut gespielt wie bei den letzten Malen, weil, wie gesagt, beispielsweise ungünstig, dass Felden da mit Nate in der Hand vorgekommen ist. Gut, sein Mate stand da noch, aber war halt in dem Moment dann im Fight. Aber passiert, Schwamm drüber, Fokus auf die nächste Runde. Sind ja auch noch in Führung mit 3 zu 2 hier. Und auf geht's.
beiden Seiten ist auch wieder voll bei. Jetzt bei Esco auch die AWP. Ja, wieder klassischer Aufbau. Gibt Kontakt direkt an der Tür. Esco zieht sich aber wieder ein bisschen zurück. Gesmoked. Lassen erstmal mal wieder ein bisschen warten. Aber das kommt ja eigentlich den T's wieder gelegen, dass die Utility ein bisschen verworfen wird, weil sie ja jede Runde eigentlich bis auf die allererste doch recht abwartend gespielt haben, was aber richtig war. Das stimmt. Also auf Seiten der T's sieht man ja auch noch, ist immer noch gut Utility vorhanden. Also es ist eigentlich alles an Utility. Ja, stimmt, never mind alles. also das ist eigentlich ganz schön praktisch. CTs verwerfen hier relativ schnell relativ viel. Das kann dann natürlich zum Verhängnis werden, wenn man einen Retake spielen muss. Ja, Mason glaube ich gerade nicht das Timing. Ich glaube gerade ging der gute Esco oben auf dem Sido in Position. Haben sich wohl beide noch nicht gesehen. Ja, wie du auch schon sagst, Wut spielt ziemlich langsam und zurückhaltend. Schauen, ob sie irgendwie ein bisschen irgendwo was sehen können. Halt auf Contact so ein bisschen, ob irgendwo gepusht wird, aber die CTs spielen es halt auch ruhig und pushen nicht rein oder sowas. Also beide Teams noch relativ zurückhaltend. Ah. Zellpack da mit dem Contact gegen Noah. Mason gegen Felben. Dodo gegen Noah. Und Mason durch die Smoke. Durch die Smoke! Das Mason, so wie wir ihn kennen! Komm, Mason! Komm, Mason! Ich hab gehört, Mason halb heute von deiner Seite aus. Ja, Prince hat uns gesagt, dass wir Mason nicht so hypen sollen, deshalb tue ich genau das Gegenteil. Das gar nicht. Nein, auf jeden Fall stark. Also die Runde geht definitiv auf Mason. Da gibt es keine zwei Meinungen mit den drei Frags insgesamt. Einmal Outside, zweimal durch die Smoke. Und ja, hat Sam Lives gut runtergespielt. Und halt, wenn ja halt die Zeit nicht mehr da ist, halt 30 Sekunden für Wood Academy, dann muss halt mal ein bisschen offensiver reingehen. So, was sie jetzt wahrscheinlich auch versuchen, so wie es jetzt aussah. Der Peak war da, hätte eigentlich nur abdrücken müssen. Oh, starke Smoke hier von Noah. Muss wieder einigermaßen viel verworfen worden. Beide Teams verhalten sich wieder relativ ruhig. Ah, der Apex da jetzt mit dem Entry-Frag gegen Noah. Jan, ich versuche mich einigermaßen neutral auszudrücken. Bloß der Herr Nachtfalke. Ja, nur bei Mason. Ist Mason oh, Ultra. Schön, siehste? Er performt doch einfach gut. So, Prince mit Contact jetzt. Jeden Moment. Oh, verliert hat man das gehört. Man hat ach, halt schön gehört, von dass Dodo. Er gejumpt ist. Und damit kommt die. Mason regelt, ich sag's doch. Oh, da wurde er gefragt von Esco. Machst du nichts. Und schön von Xapex. Gegen meinen, das macht runter. Nummer 4. Da gucke ich doch mal direkt mal aufs Scoreboard und da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Jungs. Aber finde es aber auch gut dabei. Auf der anderen Seite Esco und Dodo auch ganz weit oben. Und der Xapex fordert einfach mal rein. Hör mal, konzentriere dich aufs Spiel, mein Lieber, aber vielen Dank. Der Xapex hat halt zwischendurch mal Zeit. Ihn beansprucht dieses Game halt nicht so sehr. Wut führt ja, also was soll's, da kann man auch mal zwischendurch reinfallen, sagt er. Da kriegt Harry Hirsch noch einen guten Headshot von Steven rein. Boah, schön von Xapex. Noch überlebt. Und Mason und Miney ja im Klatsch. Miney mit schönem und wichtigen Frack gegen Xapex. Wird schon die erste Pause reingecallt von Prince.
Irgendwann Mason und Mine, die werden hier jetzt nicht mehr so viel tun. Mason geht da auf den Exit-Trip, Mine ja auch outside. Und somit wird das hier also die nächste Runde für die Wood Academy. Mit jetzt 5 Runden auf Seiten der T's. Also Dodo drückt schon ganz gut, ne? Also der ist immer auf dem Kopf drauf. Ja, wenn wir mal aufs Scoreboard gucken, ist von Esco und Dodo schon echt gut aus. Auf jeden Fall. Und Noah mit, jetzt schon mit so viel Waffenschaden wie manche nach einem ganzen Game, ey. Ja, Noah wirft auf jeden Fall stark Nades. Und die Flashes dafür nicht. Ja, die Flashes liegen dafür überhaupt nicht bisher. Also nicht ein einziger geflasht. Nach 8 Runden. Auch was eher ungewöhnliches. Ja, na gucken wir mal. Wird wahrscheinlich gerade mal ein bisschen besprochen. Da gefällt dem Prince ganz sicher was gerade nicht. 3-5 ist auch nicht so wahnsinnig stark. Nach 8 Runden. Für die CETs. Genau. Also ich denke mal, da wird jetzt noch mal ein bisschen rumgemunkelt worden sein, was man jetzt hier besser machen muss, was gerade nicht so läuft. Und ja, wir sehen es jetzt hier auch, USPs hauptsächlich bei Seven Lives Gaming, Mini mit der durchgebrachten M4. Was den CETs auf jeden Fall auch helfen kann. Jede Waffe kann einem ja einen Vorteil erbringen. Wie es ausschaut, gibt es jetzt einen Outside-Push von Seven Life Gaming. Da ja. Kommt eine Atom-Mate. Oh, die saß. Die tat weh. Finn hatte auch Spaß und Prince auch. Die haben auch ordentliches Schaden bekommen. Oh, und hier nochmal durch die Tür durch. Und jetzt gibt es einen Gegen-Push auf Rampe. Alle Push zusammen. Rampe wird auch schon runterrotiert. Ach, nicht schlecht! Das ist gut! Und planten einfach A. Das ist echt nicht das schlecht. Das ist ehrlich weil gut. Die CTs sind halt jetzt runter rotiert. Somit hat man nochmal die Zeit. Und Dodo mit einem. Dodo mit zwei. Stark gespielt hier. Dafür, dass das Stand-In ist. Echt nice. Boah! Fast auch noch Mini bekommen. Aber Mini wird jetzt, denke ich mal. Speichern gehen. Ne? Wieder nur ja, versuchen, vielleicht einen Exit-Track oder sowas nochmal zu holen. Hier, Apex in der Trail. Ja, wichtiger Frag. Läuft aber nicht. Wichtiger Frag. Ja. Ja, die nächste Runde für die Wood Academy. War klar, man wollte jetzt hier noch die Waffe rausnehmen. Ne? Dadurch, dass man halt jetzt weiß, Seven Lives Gaming hat nicht viel Geld. Und eine Waffe, die man reinspeichert, bringt einem halt schon echt viel, was die Economy angeht. Deswegen war das eine gute Entscheidung, nochmal auf den Frack zu gehen gegen Mini. Ah, Dodo hier mit dem offensiven Pick bei der Door und holt sich da direkt Manoa weg. Interessant. Smoke von Prince. Schön. Mini auch nochmal auf der Rampe, ne? Rampe ist gerade offen. Könnten jetzt eigentlich. Auch eine ausgeglichene Situation hier. 3 gegen 3. Wird die Bombe gepickt da von Felben, der sich auch Richtung Rampe orientiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Wobei, wird wieder Richtung Kevin geschaut. Aber gut. Geht jetzt doch Rampe runter. Prince hier. Bei der kleinen Tür wird abgesmoked, komplett. Oder direkt doppelt. Weil doppelt hält besser. Genau. Und jetzt also wieder Retake-Situation für Seven Lives. Oh, Axel Apex gegen Finn. Ari Hirsch gegen Prince. Und das allerletzte wird jetzt auch noch. Ne, Mason holt sich sogar noch Ari Hirsch. Und Stapex gegen Mason mit einem
Schuss in den Kopf, das macht Runde Nummer 7 und da wird die nächste Pause reingecallt, allerdings von Seiten der Wood Academy. Gucken wir mal, woran das liegt, ob da nochmal Tactical oder irgendwelche Problemchen. Sorgt auf jeden Fall für mich erstmal dafür, dass meine Stimme ein bisschen geölt wird. Das muss natürlich auch zwischendurch sein. Aber man muss eindeutig schon mal sagen, Wood Academy schlägt sich echt nicht schlecht. 7 Runden als T auf Nuke sind echt gut. Und Seven Lives Gaming muss sich auf jeden Fall da jetzt was einfallen lassen, weil, wie ich das eben ja schon mehrfach erwähnt habe, Nuke ist einfach echt CT-lastig. Und das wird sonst echt eine harte zweite Hälfte für Seven Lives Gaming, wenn sie sich jetzt hier noch ein paar Runden holen. So ist es. Auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Häufchen Arbeit, was da noch ansteht, wenn Seven Lives das nochmal drehen möchte. So, Pause vorbei. Macht eine Echo für die CTs und die Ts mit Full Buy und kompletter Utility. Alles ist wieder am Start. Mal gucken, ob jetzt wieder abgewartet wird oder ob die CTs jetzt auch wieder irgendwo pushen gehen. Eigentlich ja gar keine schlechte Idee gegen die abwartenden Ts zu pushen, wenn man es zusammen macht zumindest, aber so wie wir es gerade eben auf Outside noch gesehen haben, also kann es halt natürlich nicht gehen. Sie haben sich halt auch mit den Nades so ein bisschen angekündigt, gut, man will natürlich gegenflashen, damit man da nicht einfach so reinläuft, aber dadurch kam halt dann dieser Atom-Nade und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, da wird direkt mal Outside runtergegangen seitens der Ts. Richtung B. Oh, Xapex gegen Noah, Mann. Schöner Flag. So, meine jetzt. Oh, der kriegt aber den Xapex auch mal genauso stark weg. Und Felben auf der Rampe gegen Miney, den er sich. Den mal direkt gerecht wird hier. Dann gucken wir mal. Esco jetzt gegen Finn, der auch gefragt wird. Und dann gibt's den Plan auf B. Also, Seven Lives Gaming lässt sich hier gerade so ein bisschen an der Nase rumführen. Also, so kennt man das gar nicht eigentlich von ihnen, dass sie sich so stark in den Rückstand fallen lassen. Jetzt Mason hier wieder alleine gegen 4. Ich habe das Gefühl, Dodo ist ein bisschen am Laggen. Wenn ich das richtig sehe. Wood steht in der Liga als Vorletzter, genau. Mit 2 gewonnenen Partien. Ja, das wird ein Save seitens Mason. Oder, also Versuch vielleicht auf Exit Strike. Aber kommt da kein. Vielleicht hatte. Ah. Runde Nummer 8 für T. Für Wood Academy. Uff, sag ich dazu. Ein bisschen unerwartet, aber wie sie spielen, ist es echt solide. Und vor allen Dingen, was da Xapex an Headshots gerade gedrückt hat. Und Esco mit seiner AWP, der da gerne mal offensiv, mal weniger offensiv reingeht, ist das schon nicht schlecht. Und ja, der gute leckt ein bisschen. Esco übernimmt halt jetzt hier die AWP-Rolle. Ist ja, wie ich das eben erwähnt hatte, die zweite AWP der Wood Academy. Juju, der Main Orpa, ist ja nicht dabei, dafür ist halt Dodo jetzt da. Und wie du sagst, also, da waren schon echt nette Shreks dabei. Und die Ts spielen es einfach stark. Das muss man halt einfach so sagen. Man muss überlegen, gegen den vierten der Liga. So eine gute Leistung jetzt hier schon auf der ersten Hand abzuliefern, ist gut und wichtig fürs Selbstvertrauen. Na. So, wird auf jeden Fall ein Go Richtung Rampe, der aber wieder oben lang führt. Gucken, wo es da hingeht.
Prince hört das gerade. Ja, 30 Sekunden noch auf der Uhr, jetzt ist langsam Zeit. Oh, Prince hier gegen Felben, Sapex gegen Mason, der komplett unerwarteterweise gefleckt wird seinerseits. Prince gegen 2, ein kriegt auch 2, hat die Bombe halt dann secure, ne? Das heißt, die Runde ist jetzt schon lost, kann man jetzt schon sagen. Auch echt schön gespielt da gerade von Prince. Man gesehen die Stärke der Shally M4. Momentan wieder der Hype Train. Und sie hat sich jetzt auch bezahlt gemacht. Ghana sagt. Rein spekuliert im Chat. Ja, ja. Dass da jemand anderes spielt. Naja, wer weiß. Also. Vielleicht spielt der liebe Dodo ja auch. Sonst eher auf was anderem, als ich vermute mal, ihr redet über Faceit. Kann ja auch sein. Aber jeder hat halt auch mal richtig gute Spiele, manche sind dann weniger gut. Kann ja mal sein, dass man jetzt gerade wirklich, ja, keine Ahnung, es gerade einfach fühlt, gut dabei ist, die Gegner einem liegen. Ne? Da kommen ja viele Faktoren immer dazu. Und, ja. Auf jeden Fall so. Man kann immer mal einen Lucky Day haben. Also. Kann passieren. Also, da wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen taktisch besprochen. Was wir jetzt zunächst sehen werden, wenn wir mal schauen. Deadbird, danke für deinen Follow, mein Lieber. Gerne auch ein bisschen im Chat teilnehmen. Ein bisschen mitspekulieren, ein bisschen mit hypen. Ein bisschen pushen, würde uns auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall. Von wem war gerade nochmal die Pause? Es wird gecallt von Esco. Das heißt wieder von der Root Academy. Müssen sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen besprechen. Vielleicht musst du doch einfach seine Hex noch mal richtig einstellen, Kappa. Also nein, Quatsch. vielleicht doch einfach noch mal eben pinkeln gehen. Also, ich denke mal, es wird hier schon gleich weitergehen. Aber ich bin begeistert von der Leistung jetzt von Root Gaming hier auf Seiten der Ts. Stellen sich echt gar nicht mal schlecht an und es wird doch spannender als gedacht. Und scheinbar war die Knife Round jetzt für zumindest gleich den Halbzeit-Zwischenstand, den wir gleich haben werden, doch gar nicht mal so entscheidend, wie ich es auch am Anfang gecallt habe. So. Oh. Hat Dodo Internet Problems, deshalb ist die Pause reingekallt worden. Na, das kann auch sehr gut sein. Ah ja, aber man steht ja sogar im Chat. Ja, passiert. Da geht's deswegen auch einfach nur so gut rein. Wegen dem Hyping. Ja, Maurice, dann bleibt ein bisschen Zeit für eine Prediction Richtung Mitte, Ende des Spiels, meinst du, dreht Seven Labs noch oder meinst du, Wood Academy also, macht hier auf Nuke? Ah, schwierig zu sagen. Also, ja, ich bin da so ein bisschen zwiespalten, ja. Die Statistiken sprechen ja, wie gesagt, eigentlich immer eher so für die CTs hier auf Nuke. Man sieht jetzt auch, dass mal das Gegenteil passieren kann. Die Frage ist halt, wie gut ist die Root Academy auf Seiten der CTs? Es kann ja auch einfach sein, dass sie einfach eine extrem starke T-Side haben und CT halt einfach nicht gut spielen können. So, das kann ja auch einfach sein. Und deswegen bin ich da echt gespannt und auch noch vorsichtig mit den Aussagen, weil jetzt die
letzten Runden der ersten Hälfte können halt auch schon echt viel entscheiden. Weil wir sind halt jetzt noch, haben jetzt noch drei Runden vor uns. Und es macht halt schon einen Unterschied, ob es jetzt 7 zu 8 wird oder die Tees ihre Führung halt noch weiter ausbauen können. Deswegen, also ich denke mal, dass Seven Lives Gaming auf jeden Fall noch ein paar Runden holt. Vielleicht sogar die drei jetzt noch hier in der ersten Hälfte. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gut. Das klingt doch mal nach einer plausiblen Prognose. Hast du sehr schön gesagt, lieber Maurice. Vielen Dank. Was würdest du denn predikten? Oder was vermutest du denn? Also, Seven Lives muss auf jeden Fall noch in der. Also, auf CT-Seite auf jeden Fall noch zwei Runden mindestens holen. Also, wenn sie mehr als eine abgeben, sieht das schon sehr, sehr schlecht aus. Ja. Hängt dann natürlich ein bisschen von der Echo ab. Bei Rückrundenstart. Wenn die halt dann auch verloren geht, dann ist das halt schon ein starkes Brett, was du dann da bewältigen musst. Also, ja. Gerade auf CT war man ja jetzt zuletzt echt stark. Und vier Runden wären dann echt, echt mau. Also, da müsste jetzt schon, wie gesagt, da müssten jetzt schon drei Runden rausspringen, noch, um da irgendwie noch was zu holen. Weil Wood Academy spielt das gerade sehr, sehr solide. Und wenn sie da so weitermachen, dann. Muss halt auch einfach. Achso, pardon. Alles gut. Weil man muss auch einfach ja dazu sagen, dass auf Seven Lives Gaming ja auch wahrscheinlich so ein gewisser Druck einfach liegt, dadurch, dass, wenn sie jetzt hier das 2-0 holen würden, sie einfach noch eine Chance, eine gute Chance auf die Relegation hätten. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch ein wenig mit reinspielt. So. Kommt jetzt der Pommes Rush von den Tees. Finn hält da gut rein mit Prince zusammen. Konnten auch schon direkt Harry, oh, den Hirsch und Xelpex rausholen. Felden wird auch noch geholt von der Nate von Prince. Und somit leben so schnell doch nur noch zwei Tees, nämlich Dodo und Esco. Ja, vielleicht ist jetzt gerade auch ein bisschen durch den Timeout bzw. durch die Unterbrechung ein bisschen das Momentum flöten gegangen. Das kann ja immer mal sein bei sowas. Auf jeden Fall, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist dann halt natürlich unglücklich, besonders weil es halt da ein eigener Timeout von Wood Academy war. Aber oh, was soll man machen bei Internetproblemen? Schöne zwei Dinger von Mason jetzt hier noch am Ende. Und Seven Lives Gaming holt sich eine wichtige, wichtige Runde in der ersten Hälfte. Ja, jetzt muss es auf jeden Fall so weitergehen, weil, wie ich bereits sagte, also wenn jetzt die Tees noch zwei Runden holen und dann mit 15 in die Rückrunde, ist dann doch ein bisschen. Ja, ist schon ein hartes Brett dann. Das stimmt schon, aber wir wissen halt auch, Seven Lives Gaming hat auch einige gute Sachen auf T-Seite parat. Aber die Frage ist, ob es dann halt letztendlich noch reicht. Da wird auf jeden Fall schön ein Outside-Push, gibt der Kontext von Esco Ginoa, der wieder einmal einen Headshot drückt. Mason jetzt durch die Wand gegen Xapex. Direkt mal, wo er noch ein bisschen zurückzieht. Esco jetzt raus. Ne, doch nicht. Vielleicht wird doch noch mal ein bisschen nach oben verschoben. Tür wurde zugemacht. Finn wartet aber nur sehnsüchtig darauf. Bald einer Face da weg. Oh, das war nicht gut von Finn. Das war sehr stark von Dodo. Ja, und sehr stark von Dodo. Oh. Jetzt also Prince, Mason und Miney gegen Dodo, Felben, Harry Hirsch und Esco. Wieder mal eine Retake hier, den die CT spielen müssen. Dodo hat da Miney schon so ein bisschen auf dem Schirm, hat ihn jetzt auch gesehen. Schön Refake. Das war nicht gut gespielt von Seven Lives Gaming. Überhaupt nicht. Beziehungsweise einfach stärker gespielt von der Wood Academy. So, Geld ist aber auf jeden Fall trotzdem noch seitens der CTs im Spiel oder genug im Spiel, dass man jetzt nochmal eine Möglichkeit hat, die letzte
Runde nochmal für sich zu entscheiden, aber wie gesagt, ich bleib dabei. Also wenn jetzt die Jays die Wood Academy noch eine Runde holen, dann sieht das schon ganz, ganz düster aus für Seven Lives. Das wäre natürlich halt ärgerlich. Da kommt direkt der Entry-Frack vom Film gegen Mini, genau. Wenn Esco jetzt rumzieht, dann braucht er gar nicht. Braucht er. Mason einfach. Läuft ihn da einfach so rein. Das lange Rohr hat Esco halt schon vorher gesehen. Nur noch Noah und Finn. Mann. Das ist nicht gut gespielt. Und das, obwohl Seven Lives die Map ja eigentlich ganz gerne mag. Vielleicht ist es einfach der Nuke-Fluch, der auf ihn lastet. Man weiß es nicht. Neuer Zungenbrecher. Der Nuke-Fluch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, das auszusprechen. Aber egal. Egal. Ja. Den frisst dann einen Nate von Xapex. Orientiert sich jetzt Richtung Office. Ja, eins steht fest, die CDs werden es probieren müssen, weil es die letzte Runde ist. Film. Ah, doch noch den Finn gesehen. Das bin macht... ja doch fast durchgekommen. Ja, ist ja nochmal interessant geworden. Aber gut. So, jetzt also 5 zu 10 für Wood Academy. Oh, ganz schwierige Nummer. Auf jeden Fall, also Seven Lives Gaming muss sich da jetzt auf jeden Fall raffen, wenn sie hier noch die Chance auf die Rehle holen wollen. Gegen die Outside Smokes. Die gehen halt vorher dann schon raus. Und das ist natürlich dann Esco direkt weiß, okay, da wird direkt Outside gepusht. Das sorgt natürlich dafür, dass die CDs direkt von Rampe schon runter verschieben können. Allerdings sind es ja auch nur Noah und Miney, die gerade da unten ein bisschen Palaver machen. Könnte halt auch ein guter Fake sein. Ich glaube, das wird das nämlich auch. Guter Fake. Ich denke mal, die beiden werden jetzt gleich durch Vent versuchen hochzugehen, beziehungsweise auch wieder über Outside. Und das. Mason und Co. mit der Bombe dann Richtung A gehen. Da wird nicht gecheckt in der Ecke. Ja, das ist halt dann bitter. Aber für ein Plant dürfte es trotzdem reichen. Mason wollte natürlich jetzt noch auf den Hand gehen. Schönes Ding von Prince. Aber er hat natürlich die Bombe, wollte jetzt planten. Und ja. Jetzt also noch eine Überzahl. Felben und Dodo. Mason wird da gefrackt. Schön gemacht. Die spielen halt jetzt auch gut zusammen. The fuck? Schön. Prince. Oh! One-on-one jetzt hier gegen Fan. One-on-one. One-on-one! Prince läuft einfach. Run, little goat, run. Ah, zieht durch. Oh! Oh, das war close. Das war echt close. Verdammt close. Warum ich gerade WTF gesagt habe, war, dass ich bei der P2000 kein Fahnenkreuz hatte. Immer wenn die P2000 im Screen war, also wenn einer mit der gespielt hat, hatte ich kein Fahnenkreuz, hatte einen anderen schon. Okay. Interessant. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber auf einmal war es weg, dachte ich, hä? Aber anyway, back to the topic. Ich habe gesagt, Echo Round ist halt super wichtig, wenn da Seven Lives verliert, dann wird's ganz, ganz, ganz bitter und dann ist das schon quasi eine Vorentscheidung gewesen. Aber Seven Lives hat die geholt. Oh, das wird am Push. Das sieht am Push aus. Oh, Mason und Noah. Aber gut Finn. Gegengehalten von Finn, Mason und Noah, genau. Oh. Der tat weh von Finn. Das hat ehrlich weh. Und den will er noch. Ja, den kriegt er auch. Ein 3K von Finn. Schön gegengehalten gegen den Push hier von der Wood Academy. Und somit kommt Seven Lives Gaming Step by Step ran. Und hat sich jetzt die ersten beiden Runden geholt. Gar nicht mal schlecht. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Denn die CTs haben jetzt natürlich auch voll reingekauft. Haben zwar nicht großartig viel Utility, aber trotzdem eine AWP und 4 M4s. Was ja dann doch schon ganz schön ausschlaggebend sein kann. So ist es. Esco konzentriert sich jetzt komplett auf Silo. Und Mason Flash zieht rum und kriegt natürlich den Shot dann halt von Esco ab. Und darf sie nicht wundern, dass er da halt down geht. Also. Ich glaube, Mason hatte sich selber geflasht, sah glaube ich zumindest so aus. Auch gut. Das war zumindest leicht. Noah! Der war nett.
Lodo wird jetzt auch geholt, das heißt 4 gegen 3, aber Prince hat Low. Jetzt hat er direkt mal einen Gang in Richtung Silo. Oder, ja. Oder fliegen jetzt die. Oder fliegt jetzt der Molly wahrscheinlich durch die Scheibe? Ja. Ach, geil! Kann ich jetzt nicht. Kommt's komplett. Wo fliegt er dann? Pommes drauf. Auf Pommes, also es gibt da mehrere. Schön! Und nur. Ohne Molly, der war nicht optimal. Ah, da wird jetzt aber. Das wird jetzt nicht Helfen gecheckt. Keiner checkt Helfen, wenn da jetzt einer face, was auch der Esco tun könnte. Was er aber nicht gemacht wenn, hat. Wenn letztendlich alle Devs stehen für Helfen. Ah, oh, ja Esco! Wenn Esco da runter droppen würde, würde man das ja hören. Aber die CTs gehen jetzt reinspeichern, denken sich, dass sie sich noch eine Runde erlauben können. Und mal schauen. Oh, gewagt vom Prinz da gegen AWP rein zu facen, also. Ja, er will natürlich die Economy von den CTs broke wissen, aber nicht so. Die dann natürlich vorher. Und dann hätte man dann auch versuchen können, einfach die AK zu behalten. Ja. Aber trotzdem die Runde für Seven Lives Gaming. Und somit jetzt also 8 zu 10, nur noch 2 Runden liegen sie hinten. War wichtig, ne? Ja, also auf jeden Fall. Es ist stark gemacht, dass sie jetzt die ersten 3 T-Runden geholt haben. Interessant, dass es bei diesem Map einfach mal, bei diesem Match einfach mal so komplett gegen die Zahlen spricht. Und ja, da kommt jetzt wieder eine die Outside Smoke, die am Anfang geworfen werden. Bomb liegt aber noch, da ist noch eher bei Lobby. Oh, Xelpex durch die Smoke macht am Mini komplett low. Hätte er noch einen Shot mehr abbekommen, wäre er down gewesen. Hatte Mini Glück im Unglück. Ja. Oh, da kriegt er die Nade ab. Die hat wehgetan. Ich habe das Gefühl, dass Seven Lives Gaming sich ein bisschen gerafft hat und besonders dadurch, dass sie jetzt halt einfach die paar Runden jetzt hier auf T-Side schon geholt haben, schöpft das halt noch auch eindeutig nochmal Selbstvertrauen. Aber ich denke mal, das wird den Jungs geholfen haben, allein schon, dass sie die Runden geholt haben. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gehen jetzt also Richtung B, Mason Face da nochmal rein, das hätte er nicht machen müssen. Es war ungünstig, dort, dass ich. Ja, ist ja letztendlich auch. Er hat sich 40 Damage eingefangen, hätte nicht sein müssen. Hätte ich lieber ein bisschen Defer abnehmen können. Oh. Dark Apex nicht ganz so gut aufgepasst. Stand er für eine Seite komplett offen. Ja, das war nicht so gut. Besonders weil ja eigentlich auch hätte der Call kommen müssen, zumindest. Dass Secret da schon runter ist. Wichtig gegen Mason. Bomber liegt down. Beide T's haben Low. Oh, man muss sie nur anpusten und sie sind tot. Ja, schon. Ja. Speichert. Und da wird die AWP reinsaven. Wird schauen, ob ihm vielleicht noch der ein oder andere ins Fadenkreuz läuft. Ja, sieht auch nicht aber so holt sich die Root Academy also die erste Runde in der zweiten Hälfte. Der neue Zwischenstand ist 8 zu 11. Bedeutet auch gleichermaßen, dass die T's direkt mal wenig Geld zur Verfügung haben und dass vielleicht jetzt ein Türöffner für Wood Academy war. Dass vielleicht doch mal in die Richtung wieder zu ihnen gibt und nicht Richtung T's. Momentum aufgebraucht. Allerdings muss man halt die Runde jetzt auch wiederholen. War ein bisschen an Waffen und Utility ist auf jeden Fall da, aber halt eben nicht voll. Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass Prince die AWP reingesaved hat. Kann Mason jetzt nicht im Spiel. Oh, stark jetzt von Dodo durch die Smoke. Ah! Oh, schön! Nice Ding. Prince jetzt super offen. In der Corner. Nades, Dodo fast tot dadurch. Und Finn gegen 1. Finn gegen 2. Sehr gut gemacht von ihm. Ja, wichtig, auf die Überzahl jetzt da hinzuraffen.
Oh, amazing mit einem. Verliert, aber das richtige nächste. Tracks. Jetzt super bin ich leben in einem Spiel. Oh, da war es. Ah, da war das Timing. Oh, der war gut. Der Molly war wichtig. Wenn er halt, ja. Ja, und die Sache ist, er verbrennt halt einfach, ja, weil er low AP hat. Ja. Und somit die nächste Runde für Wood Academy. Aber er muss halt dann halt auch rein, eigentlich. Also, ich weiß nicht, was er da nicht sonst machen soll. Keine Ahnung. Ja, er hat halt schauen können, dass er rumläuft, aber. Das schafft er ja nicht, wenn er diffused, ne? Ja, der hätte halt durchgezogen. Das ist halt das Problem. Aber da kann man halt nichts machen. Oh, hat er ja auch keine Utility mehr dagegen. Also, war gut gespielt. Das Einzige, was man hätte machen können, wenn man die Door Close direkt Richtung große Door laufen, aber ich glaube, selbst dann wäre es knapp geworden. Ja. So. Die Academy hat also die Führung jetzt hier weiter ausgebaut. Die ziehen sich ja Richtung Rampe. Oh, 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 schön von Frick Dodo. Dodo mit dem AWP Fracking Mason. Die T's sind auf B drauf. So schnell geht's. Hä? Das hätte Harry hier schon mal hören müssen. Spielt er ohne Headset? Wie kann das denn sein? Den hätte er doch hören müssen. Ja. Esco! Durch die Smoke! Gegen Finn, ey. Ja, ich fand, das sah so ein bisschen aus, als ob er sich so den Spot schon ein bisschen rausgesucht hat, wenn er sich da so gegen das Waschbecken stellt, dass er dann wirklich da durchspielt. Oh, No-Scope. Die Runde geht komplett auf. Esco ist an der Stelle stark gemacht von ihm. Aber es war geplant, ja, gebe ich dir recht. Jetzt wird hier wieder Pause reingecallt. Jetzt ist Harry Hirsch, denke ich mal, wegen des Internets. Hatte gerade zwischendurch einen 100er Ping. Zeit für uns, einmal kurz aufs Scoreboard zu gucken, oder? Auf jeden Fall. Also, starke Leistung von den Teams hier. Man sieht, auf Seiten der T's Mason, ganz klar hat er die Nase vorne mit 20, 14. Dahinter kommt Prince erst mit 13, 14, also 7 Frags Unterschied. Die Wood Academy. Da hast du schon ausgeglichen auf jeden Fall. Esco mit den 22 Frags ist hier in Führung, oder ist Top-Fragger eher gesagt, auf dem Server. Gefolgt von Dodo mit 18 Frags und Fell mit 16 Frags. Harry Hirsch und Xelpex hängen ein wenig hinterher, aber macht auch nicht so viel. Harry Hirsch dafür mit ganz gut Utility Damage, den meisten auf der City halt. Und ja. Aber auf jeden Fall, wenn man auf die erweiterten Stats schaut, sieht man hier auch schon mal von Esco die Support-Rolle so ein bisschen. Weil man sieht 12 Enemies flashed. Die meisten Enemies auf dem Server insgesamt auch geflasht. Das ist ja auch so ein Part, den so ein Support-Spieler halt übernimmt. Oh, Nevermind. Ich habe mich natürlich vertan. Ich meinte eigentlich, dass Apex Support-Spieler ist. Aber. Hier übernimmt Esco das auch ein bisschen, zumindest was die Flashes angeht. Pardon für die falsche Information. Habe ich mich gerade vertan. Oh! Esco wirklich nur. Aber das ist halt, es ist aber auch dankbar einfach. Wenn man sich da so hochjumpt, dann irgendwie. Und Prince wird genau dasselbe. Ah, hätte man in die Hose gehen können. Sowohl vom Prince als auch vom Mason jetzt gerade unterhalb von Pommes. Oh, Felben gegen Mini, ey. Warum stellt man sich da in die Ecke? Das ist doch so ein gefundenes Fressen, oder? Ja gut, man muss ja nicht immer unbedingt davon ausgehen, dass die CTs vorpushen. Aber gut, dadurch, dass der Molly kam und sowas. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ja. Aber die Sache ist, das sind einfach wichtige Frags, die hier gerade fallen, die die CTs halt einfach setzen. Die eigentlich Seven Lives Gaming setzen müsste. Ja. So, man sieht halt jetzt hier, Wood Academy ist hier einfach momentan mit einem Spieler in Überzahl und dieser eine Spieler kann halt den Unterschied machen. Das ist halt das Ding und ich glaube, Finn wird da auch gleich gefragt, wenn er geht die Nate rein. Er bleibt aber am Corner stehen. Boah. Aber sie wissen halt, dass er da ist. Hier gehen die Schüsse ganz gut. Aber Prince hat einen guten. Oh, schön.
Ach, das war gar nicht Prince. Da hat er am ehesten geflaggt. Wie hat er da hingekriegt? Ha, also den einen hat sich Prince auf jeden Fall geholt. Ja, ja, aber den zweiten, der stand eigentlich direkt vor seinem Köpfchen. Oh, Finn muss doch da hochgucken. Oh, ist nochmal gut gegangen da. Ja, gut. Jetzt also Felden gegen zwei. Ist noch alles machbar. Oh, schön durch die. Oh, super. Hätte er da weiter gesprintet, hätte er einfach gehabt. Gehabt. Ja. Puh. Hätte für Mason auch gerade nochmal schief gehen können. Ja. Aber gut, Felben wird jetzt einfach die AWP reinsafen. Können sie sich halt auch einfach erlauben, muss man einfach so sagen. Und somit jetzt die Runde 9, oder die 9. Runde für Seven Lives Gaming. Aber da war definitiv der Türöffner, dass Prince da von Outside in Main reingepusht ist, dass das nicht gedeckt worden ist. Weil sonst wäre das auch schon fast eine geworfene Runde gewesen. Die war ja eigentlich schon, sah nicht gut aus, dass sie das doch holen. Aber dann kam da Prince mit einem Gedankenblitz, ist dann Main reingelaufen und holt ja, sich die komplette Konzentration von den Zweien, die da auf A standen, ne? Ja, ich muss dich da mal ein bisschen einmal reingrätschen. Du sagst ungedeckt, wenn ich es richtig gesehen habe, ich kann jetzt nicht sagen, wer es war, aber es kann sogar sein, dass es Felben war, der Outside war und die sind einfach aneinander vorbeigemoved. Prince ist hinter dem Red lang gegangen und Felben oder der Wood-Spieler auf der anderen Seite und so haben sie sich nicht gesehen. Dadurch kam ja auch der eine eben durch Lobby, deine CT. Meine mit drei Flex. Deswegen. Ja gut, aber anyway hätte halt dann irgendwie sichergestellt werden müssen, dass halt nicht kommen darf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, und Noah, ey, was du machst, Junge! Noah gibt einfach keinen Schuss. Der springt ihn halt rein und gibt dann einen Lucky Shot in den Kopf. Boah, das hätte aber auch wieder in die Hose gehen können, ne? Und jetzt Prince von hinten, ne? Da rechnet er. Geht auf den Knife. Ach, Noah! Oh. Da wird sich der Prince jetzt ärgern. Da wird sich der Prince jetzt ärgern. Da konnte Prince jetzt nicht den Disrespect setzen, genau. Und das aber ist natürlich auch, man muss auch dazu sagen, ist natürlich auch für die Economy nicht ganz so nice. So ein Knife-Kill ist immer gut, kriegt man ja nochmal extra Geld. Aber, naja, schwamm drüber. Haben jetzt ja den Full-Buy, so wie die CTs auch. Und die kommen langsam ran. Aber langsam geht's halt auch schon in die heiße Phase. Wenn Wood Academy jetzt halt noch eine Runde holt, haben sie schon 14 Runden. Dann darf sich Seven Lives Gaming auch keine mehr nehmen lassen, ja. Hier dieser Risky Jump oben auf die Box da auf Outside. Oh, ganz knapp vom Prince. Oh, gut, dass er da nicht runtergelaufen ist. Da direkt das Engagement gegen Dodo. Xapex Outside nochmal gegen Noah. Der Heu ist ja leider gar nicht mehr so gut performt, ne? Muss man einfach sagen. Oh, schöner Flag. Da ein Secret rein. Ah, fragt sich der Prinz auch direkt, was war das denn jetzt? Hab ich gar nicht gesehen. Geht es momentan mit einem in der Überzahl? Xapex pusht da jetzt vor, wird geholt von Finn. Der Push hätte nicht sein müssen. Hat man halt die wichtige Überzahl aufs Spiel gesetzt. Oh, haben wir einen schönen Track. Und noch einen. Und gibt nochmal ein bisschen Schaden gegen Mason, der halt reinspeichern muss. Weiß gar nicht, ob Harry ihn da eben sehen konnte. Aber gut. Ich hab Mason schon gerade schießen sehen, aber kam doch nichts. Was ist die zweite Map? Die zweite Map ist Inferno. Ja, da geht der Mason reinspeichern. Inferno ist auch der Pick von Seven Lives Gaming hier. Nuke ist der Pick von Hut. Ja gut, macht eine wichtige Runde für Wood. Sind nur noch zwei entfernt vom Sieg. Aber die Tees haben noch genug Geld, auf jeden Fall für den Fullbuy, aber der muss jetzt sitzen, also wenn der jetzt nicht sitzt, dann war das schon sehr richtungsweisend, würde ich schon fast sagen. Der sitzt schon fast vorentschieden.
Ja, das ist halt, was ich eben halt auch gesagt habe. Sevenlives darf jetzt einfach keine Runde mehr abgeben. Also, es sei denn natürlich, sie wollen darauf gehen auf Overtime, aber ich denke mal, sie wollen jetzt hier auf den Win gehen. Sie wollen sich nicht noch Energie rauben lassen. Weil letztendlich brauchen sie diese ja auch noch für die zweite Map. Du. Wird aber gerefackt von Noah. Ein Abwartespielchen. Wer macht den ersten Schritt? Ah, Esko. Geht nur da. Und sieht auch noch Mason. Und das ist die Runde Nummer 15. Und puh. Ich würde schon fast sagen, dass es das war. Ja, wenn, wie gesagt, Seven Lives kann sich halt noch mal raffen. Und sie werden es, denke ich mal, auch einfach noch probieren. Aber gut, was soll man halt machen? Vier Pistols, eine Sniper. Das es wird schwer. Wird schwierig, aber CSGO ist voller Wunder. Seven Lives ist voller Wunder. Vielleicht haben sie jetzt einfach die Strat, um diese Runde zu holen. Da wurde ich direkt schon von Prince gespoilert. Der hat mir schon Connect für die nächste Map geschickt. Ja, okay, never mind. Ja, aber sieht man auch direkt, da wird direkt, fallen halt direkt zwei. Ja. Und da ist direkt der dritte. Ja. Gut. Prince. Ja. Läuft da rein. Holt sich sogar noch ein. Weil ich aber nicht sehen konnte, weil der Auto-Director gesagt hat, ich möchte Esco zugucken. Jo. Harry, auch nochmal mit einem. Fame, auch nochmal mit einem. Das ist halt. An Wood Gaming. Ja. GG hat Wood erstaunlich gut gespielt. Da ist meiner Meinung nach auch alles. Ja, war verdient. Ja, komm, wir konzentrieren uns jetzt auf wichtigere Dinge als Corona, sondern auf die folgende Knife Round. Mal gucken, wer sich diese eben holt. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, Toasterboss. Aber du hast recht. Jetzt schauen wir über das Thema und einfach Konzentration hier. Und da geht's auch schon los. Beide Teams schlachten sich gegenseitig ab. Und jetzt One-on-One. Und Noah holt die Knife Round für sein Team. Gut, es wird wie erwartet tatsächlich dann auch stehen geblieben seitens von Seven Lives und haben sie aber trotzdem ein bisschen Druck mit, weil sie eben auch schon als CT angefangen haben und haben ordentlich was wieder gut zu machen. Ein 1-1 gab es ja seitens von Seven Lives noch nicht. Deshalb wird es mal Zeit, ne? Wann, wenn nicht beim letzten Spieltag? Ja, das stimmt. Also. Ja, es ist schwierig. Oh, da wird direkt mal offensiv gegangen. Man muss auch etwas dazu sagen, um nochmal die Statistiken anzusprechen, wie ich so gerne mache. Eben haben sie Probleme mit der CT, ist halt auf einer hart CT-lastigen Map und jetzt es ist es halt eine verdammt ausgeglichene Map, ja. Deswegen wird es, glaube ich, schon ziemlich schwer. Aber Samula ist momentan in Überzahl, Dodo jetzt mit einem guten Track. Oh, 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 Dodo. Der hätte auch in die Hose gehen können. Auf jeden Fall. Und Victus jetzt alleine auf B. Schönes Ding. Zieht sich da in Construction zurück. Piekt jetzt so. Oh, was? Das war. Das war. Lecker. Sehr lecker. So, 2 und 2. Einer Dark, einer Quad.
Und dann wird auch direkt von Mason reingelaufen und holt sich auch den Faven. Mason auch noch mit dem zweiten. Das war, glaube ich, insgesamt der vierte Frag, oder? Vier Frags genau. Gold? Jawohl. Vier Frags von Mason. Stark gespielt. Da wollte er auf jeden Fall sich den Frag noch gönnen. Er war sehr überzeugt, wie er auf den Spawn drauf gelaufen ist. Ja, Echo auf jeden Fall schon mal für sich zu entscheiden, ist auf jeden Fall schon mal ein Moral-Booster. Muss natürlich dabei bleiben, auch in Runde Nummer 2. So, den Plant gab's, deshalb ist auch ein bisschen was an MAC-10s seinem Spiel seitens der T's. Heißt, das ist nicht unbedingt eine Runde, die safe von CT-Seite gewonnen wird. Also momentan ist es auch. Aber momentan gibt es nicht großartig viele Runden, die safe geholt werden. Vielleicht Echos, aber so wie beide Teams momentan spielen, ist es schon nicht schlecht. Aha. Ach, schön. Flash. Die ging ein bisschen in die Hose. Oh, die kriegt er nicht down. Oder nur noch mit 5 HP da steht. Und jetzt wird er von hinten von Noah geflackt. Macht Runde Nummer 2. Schön gespielt von Savilas Gaming hier gegen die MAC-10s. Ich glaube, wir haben nur einen Verlust erlitten. Also ganz schön nice gemacht von den Jungs. Und somit 2-0. So, wir schauen uns nochmal den Aufbau an. Das sieht jetzt nicht so fake mit orientiert aus, sondern Richtung Bananen. Das ist auch der Fall. Oh, der Block da. Der Molly sollte nicht da hinfliegen, wo er hingeflogen ist. Oh, gab ein bisschen Utility Damage. Na, nicht nur ein bisschen, gab ordentlich Utility Damage. Und da wird jetzt umgezogen. Starke Flash. Ja, zumindest im Weg, das aus dem Spiel nimmt. Der Harry hier ist auch, der ein bisschen leckt, ne? Oder? Ja. Oh, ja. 100er Ping auf dem Scoreboard ist da. Die Smoke hat Prince mir letztens noch gezeigt. Danach wurden wir beide gefrackt, weil er es mir in-game gezeigt hat. Aber jetzt wird er hier nicht gefrackt, also alles gut. Kann sogar noch gute Fracks holen. Und so schnell geht's und nur noch einer am Leben. Nämlich der liebe Esco. Der auf jeden Fall noch Banane hochgeht und schauen will, denke ich mal, dass er noch vielleicht einen Frack kriegt. Wenn da einer Richtung CT crossed oder ihn vielleicht sogar pusht, was Prince jetzt sogar tut. Und ja, Esco hat ihn halt vorher gesehen, dadurch, dass die Waffe um die Ecke geschaut hat. Jetzt will Esco das sogar nochmal probieren. Oh. Aber Finistar gibt ihm das Brett. Und somit holt Seven Life sich hier die dritte Runde. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich auch ein richtiger Lappen bin, ne? Ich habe mir doch extra eben nochmal kurz eine Pause genommen. Ich wollte mir eigentlich was zu trinken holen. Hast du aber nicht gemacht. Ich habe alles andere gemacht, aber mir nichts zu trinken geholt. Aber naja, ist egal. Wird jetzt auch so gehen. Zur Not verdurste ich halt. Oh, ist da irgendwem passiert, dass er keine, Rüstung gekauft hat? Ja, Harry Hirsch hat keine Rüstung, da hast du recht. Habe ich gerade noch irgendwie im Augenwinkel gesehen. Mhm. Ja. Aber egal! Genau, egal. Ja. Wer braucht schon Rüstung, ne? Wenn die One-Leaks, oder die Klicks mit der AK sitzen? Nette Flash. Ein bisschen Panik im Spiel. Ja, Toasterboss, das ist in letzter Zeit irgendwie bei mir ganz schön oft so, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Ja, ich habe irgendwie nur 4 Stunden geschlafen. Und Dodo mit dem Entry. Was hat man keinen Fokus? Prince holt sich dann noch ein Frack. Schöne Fracks hier. Die sind jetzt auch auf dem Spot. Esco plantet jetzt. Mason da noch hinter. Oh, Esco! Wichtig von Esco. Und ich
glaube, langsam sagen zu können, dass das hier die erste Runde für Hut Academy auf Inferno wird. Ja, sieht ganz stark danach aus, wenn jetzt sich einer noch greedy wird und irgendwo ohne dich reinfällst. Ja. Wurde nochmal versucht, aber das ist es jetzt. Jawohl. Und da springt Dodo den Finn um. Ja, Toasterboy, Knoppers und M&M sind ja fast so ähnlich wie was zu trinken, davon kann man eindeutig auch leben. Ja. Und ja, vor allem die Flüssigkeit in den Produkten ist auch wahnsinnig hoch, deshalb. Ja. Und ganz zur Not kannst du auch noch den Wasserhahn leer trinken, also. Eben. Würde das ja schon gehen. Das gute alte Kraneberger. Oh, auf jeden Fall. Hau die in den Mixer. Ah ja. I, Wasser. War geil. Knoppers, M&M's und Milch-Smoothie. Lecker. Ich glaub, das probiere ich mal aus. So, aber jetzt Fokus jetzt hier wieder. Aber mein Felben verkackt die Flash. Das ist eine geile Pop-Flash über die Mauer, wenn ich das letzte Runde richtig gesehen habe. Also zumindest normalerweise. Interessantes, wenn die richtig fliegt. Ja, interessantes Standing da von Dodo, der am Fuchsbau stand und die Wand angeguckt hat. Danke für deinen Follow, mein lieber Bad Power. Danke dir. Ah, so geht die. Ah, interessant. Aber ich glaube, die liegt nicht, oder? Würde ich jetzt auch mal grob so behaupten. Ne, die liegt nicht. Nein, überhaupt nicht. Oh, der Molly, der ist gut. Oh, da gibt es ganz viele Frags, ganz viele Reflex wieder. Jetzt in. Boah, Esco! Mit einem schönen Frag mit der Pistol. Es ist so ein Durcheinander, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ja. Ich schalte heute einfach. Oh, Esco! Die Runde. Es ist ja nur noch ein Victus da. Nein, Victus. Was ist denn da los? Was passiert, Alter? Wie kommt's? Ich glaube, Invictus kriegt auch gleich den One-Tap. Oh. Das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen. Ich hätte da jetzt schon auf einen One-Tap gehofft. Aber gut, man kann nicht alles haben. Hut Academy jetzt also mit zwei Runden. Und auf geht's in Runde Nummer 6. Entweder gleichen sie aus oder Seven Lives baut die Führung aus. Seven Lives jetzt hier auch nur mit Pistols unterwegs. Einer Deals, zwei P250s, einer 57 und einer USP. Haben aber alle eine Nade, werden Mitte decken und mit runter naden, ja. Oh, da gibt's direkt Contact, jede Menge. Und da ist Banner direkt schon offen hinten, aber direkt der Push von Mitte. Starke Nade, glaube ich. Und doch gar nicht so stark, nevermind. Es geht wieder durch die Smoke, Mann, und wieder in den Kopf von Mason. Esco ist echt nicht schlecht drauf heute. Also der macht das schon ganz gut. Jetzt schalte ich um. Wenn nur noch einer lebt, kann er auf Noah. Ja. Ausgeglichen, 3 zu 3. Aua. Schon ein little comeback. So schnell wie die Führung von Seven Lives kam, so schnell ging sie auch wieder. Und ja, schauen wir jetzt mal hier, wer sich jetzt hier nach vorne arbeitet. Wir sehen, auf beiden Seiten wurde mehr oder weniger full gekauft. Gut, die CTs haben nicht full Utility. Die Ts zwar auch nicht komplett, aber immer noch mehr als die CTs. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt hier, wie sie das hier machen werden. Ich war schon mal dieser klassische Inferno-T-Aufbau. Alles wird mal ein bisschen defensiv abgeaimt. Das haben die Ts aber auch noch nicht so gemacht, ne? So abgewartet haben sie noch nicht. Haben vielleicht gemerkt, dass da gerne gepusht wird. Achso, du meinst jetzt in der letzten Runde, ja klar. Genau. Wobei, man muss auch dazu sagen, so die. Ja, es. Lieber Co-Caster, du leckst aber richtig hart. Achso, ich legge, ja, ich glaube, ich war zu weit von meinem Mikrofon entfernt. Ja, nevermind. Sorry. Und ich habe auch ein bisschen vor mich hingestottert. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Nevermind. Egal.
Im Aufbau. T. T's gehen jetzt also Richtung B, wie es scheint. Oh, die Bombe orientiert sich aber wieder ein bisschen zurück. Ah, mein Lieber, es ging gerade um den Aufbau der T-Seite. Dass sie es so noch nicht gemacht haben, ist so abwarten, war jetzt auf Inferno. Achso, ja, genau. Darüber hatten wir geredet. Danke. Hab dich. Ja, besser so. Aber ich weiß trotzdem nicht mehr, was ich dazu gesagt haben wollte, aber egal. Hier ein schöner B-Aufbau mit Smoke, Flash und allem drum und dran. Noah da jetzt in einer guten Position, kann sich auch zwei rausholen. Aber die T's müssen jetzt planten. Oh, das schaffen sie noch. Plant auch noch. Knapper ging aber auch nicht. War aber noch knapp. Ah, ist gefährlich, da ist Position da. Okay. X-Punkt Smoke von Finn. Nette Smoke für Banane. Ah, Prince. Prince! Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen, oder? Und somit bleiben sie jetzt hier oder gehen sie wieder in Führung und lassen sich nicht in den Rückstand fallen. 4 zu 3 für 7 Lives. Das ist jetzt auch schon wieder die erste Pause hier im Match. Frage ist, worum geht's? Ah, ich glaube, Harry hat wieder ein bisschen Hype-Ping gehabt. Oder hat ein bisschen Hype-Ping. Genauso wie du. Echt? Lege ich immer noch? Ja. Coronavirus, das drosselt, oder die sorgen jetzt dafür, dass sie schön das Internet drosseln. Da war nix. Ist es immer noch so schlimm? Nee. Ich hatte auch gerade 20% Paketverlust, never mind. Ich weiß zwar nicht warum, aber. Dedeos! Dedeos! Ja. Ich habe aber auch eigentlich nichts im Hintergrund gedownloadet, deswegen wundert mich das. Kann ja nicht jeder so eine krasse Leitung haben wie ich. Wobei mein Upload ja auch echt für den Arsch ist. Hab ich nicht eine bessere als du? Also Download auf gar keinen Fall. Wir haben ja alle verglichen letztens noch. Aber Upload war besser. Eigentlich ist mein Download auch besser. Ja, bloß weil sie hier oben noch nicht. Ja, genau, aber wir haben ja hochgerechnet und dann wäre meiner trotzdem besser gewesen. Ist aber egal. Ist ja eine scheiß Leitung. So, back to the topic! Geht auf jeden Fall direkt mal ab hier, Banane. Banane. Wird geholt, meinst du nicht Banane? Er hat's doch geschafft. Ich meinte natürlich Fake mit und dann hoch in den Bogen. Oh, Prince. Auch nicht kurz. Oh, er merkt gar nicht, dass links ganz halt was war. Da war nie was. Und kurz. Hat sich ein bisschen vertan oder so. Ich habe das Gefühl, dass Prince ein wenig tilt ist. Ich weiß nicht, wie fürchte es auch. Naja, ein Jump-Pad-Shot kann passieren, also muss man sich jetzt nicht so anstellen. Genau, Jan, da ist der Gegner eindeutig abgehoben. Was, der meinte ja, abgehoben wegen der Leitung, war das noch? Ich fand das jetzt aber auch gerade passend. Ja. Deswegen belassen wir das einfach mal und kommentieren das nicht weiter. Wir wissen ja, dass du bist. CT saven rein. Mason holt sich sogar noch einen Exit-Track. Aber es wird auch bei dem einen bleiben. Und Root Academy gleicht hier wieder aus. 4 zu 4. Jetzt also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie schon erwähnt, Inferno ist ja auch recht ausgeglichen. Und ich könnte mir halt echt vorstellen, dass es hier eine Overtime geht auf Inferno. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Also ich bin echt gespannt,
Und beide Teams wollen es halt jetzt wissen. Laptop, Molly da in Apps rein. Und ich glaube, Harry leckt schon wieder. Oh. Okay. Oh, Maurice, du leckst wieder seinen Vater. Oh! Gegen Finder von Esco. Der Wallbang, ey, der ist es gewesen, ey, der macht den komplett low. Hier kommt die Support Flash dafür. Felben. Ah, Prince da. Schöner Frag gegen Harry Hirsch. Jetzt sehe ich jetzt erstmal zurückzieht auf Kurz. Genau, mal ein bisschen Fakes Richtung A und dann. Jetzt ab dafür in die Banane. Ja, da wird direkt ein Go. Nur mit dem Shot. Der 2 direkt holt. Nur mit dem dritten. Und der 4. wird gefragt von dem Weg. Das war, was ein Shot da an der Stelle. Richtig stark gemacht von Noah. Also auch richtig gut aufhören. Ne? Letzte Runde war es nicht ganz so. Noah jetzt mit 8 zu 6. Prince mit dem Carry, 13 zu 5 Finn und Invictus so mit 2 Frags. Und auf der Seite der Ts haben wir es ein bisschen ausgeglichener. Da sticht keiner besonders hervor. Der Esco natürlich nochmal mit 8 Frags und Dodo mit 7. So, Aufbau, Banane, einmal hoch, ab geht's, Vollgas, sieht das gerade aus. CT-Seite zieht sich zurück. Ts kommen schon recht weit vor. Nur mit dem ersten Track. Oh, Invictus! Invictus! Starke Dinger von Invictus. Ja. Und Harry Hirsch jetzt so ein bisschen trapped. Und wird gebacksteppt von ja. Prince, der sich den Track auch holt. Und somit jetzt 6, 4, 4, 7 Lives. Ich hoffe mal, es ist besser jetzt mit dem Lag. Jetzt gerade lagst du nicht, ne. Ah, ich weiß auch nicht, irgendwie ist mein Internet gerade broke. Download voll für den Arsch. Aber egal. Cisco Carsten ist nur einmal im Jahr. Genau. Hoffen wir einfach mal, dass es nachher noch wieder weggeht. Er wird direkt in die Mitte gegangen. Und da gab es den ersten Teamfrag für heute. Oh, Mason Prince. Und der letzte wird nochmal gehuntet. Ah, er wollte Mason zu viel. Aber dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Invictus hört sich den guten Dodo. Und Seven Lives Gaming geht jetzt hier wieder stärker in Führung. Aber wir wissen ja, wie schnell das gehen kann, dass das gegnerische Team aufholt. Also, ich denke mal, es ist hier auf jeden Fall noch alles offen. Und es wird mich auch nicht wundern, wenn Wood jetzt hier die nächsten 2-3 Runden holt. Aber gut, ich denke und auf jeden Fall in einem Satz zu verwenden, mein Lieber. Ich denke auf jeden Fall. JKN, danke für dein Follow, mein Lieber. Gerne auch ein bisschen im Chat mit teilhaben. Ein bisschen mitdiskutieren, ein bisschen mithypen. Würde mich und Maurice auf jeden Fall freuen. So, ja. T ist schon ein bisschen, wollte ich gerade sagen, mit ein bisschen Einbußen. Den Dodo jetzt aber gerade wieder ein bisschen zurechtgerückt hat. Felben hat Ulo, der Rest ist eigentlich noch gut dabei.
Utilities ist auch noch ein bisschen was da, was aber gerade auch ein bisschen geworfen wurde. Einer nur noch auf Banane unterwegs und nur noch einer auf B-Spot. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Fights da oben und das sieht schlecht aus, wenn Invictus da bleibt und weiter reinfällt. Wollte ich sagen, kriegt er einen von den beiden, aber ist nicht der Fall gewesen. Die sind jetzt ja auch schon low. Boah, ja, aber richtig. Da wird, denke ich mal, nicht mehr großartig viel rumkommen. Die gehen jetzt speichern zusammen. Und warten jetzt einfach die nächsten 20 Sekunden hier ab. Und somit wird das dann die nächste Runde für 7 Lives Gaming. Womit sie jetzt 8 Runden haben. Und Wood Academy 4. Ehrlich, ein schönes Familienessen mit Waffeln. Waffeln, du Bisset. Ey, warum? Familienessen mit Waffeln, da war doch ein... Nein, Waffen. Ja, die Jungs sind ein bisschen emotional kompromittiert, würde man das im Fachjargon betiteln. Ja, weil, was heißt Tilt? Ich glaube nicht unbedingt, dass sie Tilt sind, bloß ich glaube einfach, dass sie zumindest nicht unbedingt Tilt auf die Gegner, sondern Tilt auf sich selber, dass sie eben die Map abgegeben haben. Weil wie gesagt, Hood Academy ist halt vorletzt und das hätte eigentlich ein einfaches Ding werden können, werden sein, werden müssen, werden tun, keine Ahnung, für 7 Lives Gaming. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Wie gesagt, Hood Academy hat die erste Map gewonnen. Prince hier komplett am Tragen mit 18-6. Und genau das, was Jan noch in den Chat schreibt, kommt auch noch dazu, Sebi. Ja, genau, Prince hier momentan komplett am Durchcarryen. Wer will's wissen? Ja, Prince will's wissen. Und scheinbar reicht das momentan ja auch, dass Prince so gut reinhittet und die anderen auch ein paar Frags holen. Aber die Frage ist, wie lange zieht sich das? Alter, Prince wird echt cocky gerade. Ja, aber komm. Also. Da holst du die Bombe da, aber da muss halt direkt secured werden, aber jetzt haben sie die Bombe wieder. Oh, die Nate sitzt. Ja, gibt nochmal ein bisschen Schaden an Noah. So, wie es scheint, wird es jetzt also ein B-Go. Die Smokes fliegen. Und sie gehen jetzt doch wieder zurück. Never mind, es war einfach ein B-Fake. Ich glaube, wegen der Smoke da vorne machen sie es nicht. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, die Sache ist, es ist noch alles drin. Klar, es sind zwar 3 Deagles und nur eine im 4 und kein Kevlar auf Seiten der T's, aber es ist ein 4 und 4. Gegen 2 AWPs, wenn man da schnell rumzieht, kann man die halt auch holen. Aber die beiden B-Spieler rotieren halt jetzt auch. Oh, Finn. Falls er noch A werden kann und Finn holt sich da den Tracks. Oh, Finn mit 4? Doch nicht. Messen, mal ziehe ich den noch und schaut den nochmal ab. Ah, schön gemacht von Finn. Der jetzt auch mal ran durfte, da hat sie jetzt bis gerade nur 2 Frags. Nach 14 Runden, das ist schon. Oder nach eben noch 13 Runden. So, auf geht's jetzt hier also in die letzte Runde der ersten Hälfte. Runde Nummer 15. 7 Lives Gaming führt momentan noch mit 10 Runden. Wäre natürlich echt nett, wenn sich Hood Academy jetzt hier noch
die fünfte Runde holen würde, wäre einfach besser für sie, einfach für die CT-Side. Das ist halt entspannter, wenn man weiß, gut, ich habe jetzt fünf Runden auf T-Side geholt. Ist zwar nicht bestes Ergebnis, aber kann man mitarbeiten. Oh, 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 oh. Ah, Chris saved da ein bisschen. Hat aber trotzdem auch nicht Damage oder dem Save-Pax gegeben. Molly da, der da wenig einbringt. Wir jetzt mal wieder ein bisschen geschaut. Viel Damage schon angekommen, aber jetzt langsam die Zeit verrinnt wieder. Die letzten Runden haben sie alle so knapp gespielt und die sind alle nicht gut gegangen, haben sie aber immer dran beibehalten an der Spielidee, da immer bis zum Schluss zu warten. Aber jetzt muss auf jeden Fall ein Argo werden. Und Frag von Dodo gegen Mason, der wirklich wichtig war. Aber jetzt wird Zeit zu gasen. 17 Sekunden, 15, 14. Da muss direkt geplantet werden. Und von. Ja, Finn und Prinz. Ja. Ah, die Bombe kriegen sie durch. Aber wird direkt defused. Ja, und Felgen kommt halt late. Finn holt sich dafür Fracks. Gut gespielt. 11 zu 4, also jetzt zur Hälfte. Und da wird direkt Pause reingecallt. Um sich jetzt hier zu besprechen für die CT, für die anstehende CT-Zeit. Und puh, das ist natürlich ein Brett, ne? 11 Runden. Ja. Echo sehr richtungsweisend, also wer die gewinnt, der hat es eigentlich. Also wenn Seven Lives die gewinnt hat, dann haben sie es eigentlich schon fast in der Tasche. Man muss Wood Academy jetzt haben ein bisschen. Fokussierter jetzt an die Rückrunde dran gehen, wenn sie die Runde oder wenn sie die Map hier auch noch irgendwie gewinnen wollen oder auch nochmal irgendwie rankommen wollen. Weil 4 Runden, das ist genauso wie eben auf dem Match of in auf Nuke. 4 Runden sind halt schon zu wenig, ne? Eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Aber wie Jan auch gerade reinschreibt, hat Seven Lives beim letzten Mal auch wieder fast abgegeben. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Da war das dann ja auch auf der T-Seite. Nee, das war richtig. Nein, nein, was er gesagt hat, ist richtig. Dass die auch erst CT-Seite waren. Obwohl. Ich glaube, die waren beim letzten Mal auch, dass erstmal CT-Seite in zweiter Hälfte dann T-Seite. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, wo ich auch schon mitgecastet. Naja. Egal. Wir werden es jetzt ja sehen, wie es abläuft. Wir sehen bei Prince und bei Finn Utility. Bei den anderen Kevlar. Auf Seiten der CTs wird noch gar nichts gemacht. Die sind also noch stark am Besprechen, wie es scheint. Schauen wir mal, was da jetzt bei rumkommt. Lex wieder, Habibi. Aber ja, um den Satz zu vollenden, ja, wir schauen mal, was dabei rumkommt. Erstmal ist eh noch Pause. Warten wir noch mal ein Momentchen. Bis die Teams sich besprochen haben. Dann geht's in die Rückrunde. Mason. Wieder mit einem Stimmungsauflockerer. Sag mal, die Toilette aufsuchen muss. Oder sein großes. Hätte er ja eine Pause machen können. Ja, da muss man aber doch flott sein. Naja, Pause ist ja theoretisch endlos, ne? Ja, stimmt, aber ist halt schon nicht die beste Sache, sein Momentum vor allen Dingen abzugeben damit. Aber ich weiß gar nicht, es kann sogar sein, dass die Pause begrenzt ist, aber ich weiß nicht auf was. Da müsste ich jetzt nachschauen. Ja, schon kacke, wenn die endlos wäre eigentlich. Ja, aber also, ich glaube, begrenzt auf irgendwas bei, was weiß ich, 20 Minuten oder sowas war das, glaube ich, aber. Wie gesagt, nicht sicher.
So, Harry läuft auch endlich mal los. Ja, da wurde schön in einem Fake mit angefaked. Hast du das gesehen? Dass da rumgesprungen wurde unten auf dem Metall, damit man denkt, dass einer Balken gesprungen und das ist direkt geschoben worden von Wood Academy. Wenn sie es jetzt halt schnell machen, was sie auch tun, da drauf ohne Gegenwehr. Ja, da kann man aber auf jeden Fall schon der frühe Spot von Dodo hat auch schon noch eingeholt. Kommt die Flash und Zellpacks. Boah. Da hätte er ja fast durch die Smoke noch reingehittet. So, Noah jetzt also Default Plant, beziehungsweise Banane Plant. Hey, drei warten auch erstmal auf die Mates. Und Prince aimt jetzt von hinten ab. Gleich im Fight. Ja, ist gleich im Fight mit Felben. Oh. Hat auch einfach das Timing. Oh! Oh, du Xapex! Ah, Crossfire! One-on-one jetzt! Oh, der lädt nach! Xapex nutzt das aber nicht und Invictus holt sich die Runde. Und das macht Nummer 12 für 7 Lives. Chattet mal wieder rein. Verstehe auch nicht. Sich, was da los ist. Ich verstehe halt auch nicht, was da war. Ich hab's auch gerade nicht gesehen. Oh. Mason ist so geil, ehrlich. Versucht da mit ganzen. Nur Trash Talk, der Typ. Ja, aber es ist cool, die Stimmung wird ein bisschen aufgelockt. Oh. Starke Dinger. Ja, es war gut, dass da welche mal fake mitgelaufen sind. Aber es ist trotzdem ein 2-on-2. Oh, und Invictus. Invictus ist gut. Oh, Mason, Alter. Und der letzte im Fuchsbau. Der Harry Hirsch. Wird natürlich hinten geschaut und dann ist er weg. Ja. Sebi, da schließen wir uns beide mal mit an, wenn ich mal Maurice da mal reinziehen kann. Darf. Ja, also es kommt halt immer drauf an. Also ich finde es ein bisschen ungünstig so im Match direkt, besonders halt eigentlich, da sollte man sich nicht unbedingt aufs Chatten konzentrieren. So, keine Ahnung, wenn man mal fragt, wie viel HP noch einer hatte, weil man da so extrem reingesprayt hat oder sowas halt. Das ist immer was anderes, aber halt so die ganze Zeit rein Trash-Talken während des Matches bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, halt einfach, weil man als Spieler da eher Fokus aufs Match haben sollte als auf sowas. Ich meine, klar, so 13-4, aber es war ja schon die ganze Zeit so. Ich meine, wir machen es ja nicht anders, allerdings geht's halt auch um nie, weißt du? Ja, oh, das ist halt das Ding. Du leckst wieder. So, die T's stellen jetzt sich. Jetzt leck ich nicht mehr. Doch, die 3 stellen sich B auf. 2 sind noch fake mit. Gucken wir mal, ob 7-Lives sich da komplett auf Banane konzentriert. Sieht so aus. Bonnie wird auch schon geschoben. Ah, wird's abgezogen. Und ab geht die wilde Post. Und, ah, da wird's ein bisschen veraimt. Harry kriegt trotzdem Invictus da weg. Finn wird dann. Macht dann den Refrag und Sapex holt sich dann den Prince noch auf B-Side, glaube ich. Legge ich noch? Ne, jetzt gerade nicht. Okay. Ja, ganz komisch, wenn Ping springt die ganze Zeit hin und her. Ich weiß nicht, was da los ist. So, Mason, da ein guter Spot. Kann sich beide holen, 14-4. Langsam aber sicher. Lex wieder. Habibi, sorry. So, Runde Nummer 14. Und ja, Echo Round, oder nein, keine Echo Round, aber eben wenig Economy da seitens Wood Academy da. Was halt schwierig wird. Dann hätten sie auf jeden Fall schon mal das Over Time Safe und naja, das aufzuholen. Interviews machen wir ja eh immer, kommen wir ja immer nach dem Spiel. Also irgendwer wird sich da. Prince kommt ja so oder so im Teamspeak, dann können wir ja nochmal quatschen.
Genau. Ich hoffe, ich lagge nicht mehr. Nein. Jetzt geht mein Ping wieder hoch. Geil. Ah, Entry Strike von Invictus, ziehen sich aber nicht mehr zurück. Nee, was ich eben eigentlich sagen wollte, war, dass es jetzt aber langsam aber sicher mal ein safes Ding wird für Seven Lives Game. Den fehlen hier nur noch zwei Runden. Ist natürlich ärgerlich für die Akademie. Ja, das stimmt. Fällt nochmal mit dem Engagement da. Und dann erst nur durch die Smoke gegen Dodo. Das macht dann wieder ein deftiges Unterzeitspiel. Felben schiebt halt rüber. Nicht die richtige Entscheidung war. Habi hier schweißt jetzt, dass da auf Avas passiert. Holt sich allerdings den Prince. Ja, T's wird geplant jetzt auf A. Und das bedeutet ein 3 gegen 4. Waffen sind ein paar da seitens der Wood Academy. Aber ob sie das holen, wird auf jeden Fall schwierig. Vor allen Dingen, weil da late es rotiert wurde. Mason jetzt gegen Felben in der Mitte. Oder beziehungsweise auf lang. Esco jetzt auf. Ah, muss halt eigentlich, ja. Eire Hirsch. Noah jetzt auch nochmal. Ja. Und auch den holt er sich sicher. Das macht Runde Nummer 15. Overtime ist safe. Und es sieht sehr stark danach aus, als würde Stem Lives zumindest mit einer Map nochmal den Saison oder die Saison abschließen. Ja, wer weiß, vielleicht. Ja, ich rede einfach mal ein bisschen weniger. Weil der Ping springt halt, wie gesagt, immer von 8 auf 25. Das ist irgendwie ganz komisch, keine Ahnung. Ja, wer weiß, vielleicht wird Root Academy jetzt ja hier noch ein Comeback starten. Oder sich zumindest die ein oder andere Runde holen. Ja, das ist zumindest schön mit anzusehen. Boah, Mason, oh. Kriegt trotzdem den Esco, obwohl er den Hit bekommt. Und es ist halt auch wieder. Man muss. Ja, es ist halt einfach ärgerlich seitens Wood Academy. Die haben so stark aufgespielt. So, wirkt doch ein bisschen schwierig. Dodo jetzt aber mal gegen Invictus, der das Ganze wieder ausgleicht. Von der Personalstärke in der Runde. Hab ich schon gesagt, oder? Personalstärke. Oh, Prinz mit einem schönen Frack gegen Harish. Und so sind die T's jetzt auch wieder mit einem Mann in Überzahl. Kommt jetzt der Mollo von Mason für Onspot. Beziehungsweise und Sandwich. Ja, stark. Könnte sein, dass die T's in der Fake Match schon gehört wurden. Gut, jetzt spätestens durch die Nades weiß man, dass es A wird. Boah, gute Position eigentlich von Felben. Felben von hinten. Und somit Runde Nummer 5 für die Wood Academy. Ah, wie du sagtest, holen sie sich noch eine. Wie du vermutet hast. Ja, vielleicht sehen wir ja hier noch ein Comeback. Würde mich auf jeden Fall. Zumindest würde ich es ganz nice finden, wenn das jetzt hier nochmal ein bisschen spannender wäre. Aber da darf sich dann wirklich Wood Academy keine andere. Oder keine Runde. Kein Fehltritt mehr erlauben. Darf keine mehr abgeben. Ja, das ist natürlich recht. Aber letztendlich ist es ja für die egal. Ja, für die ist es eh egal. Leg ich immer noch? Nein. Also. Oh. Easy Comeback, gut, ja. Let's go. Ja, wer weiß, ja, wer weiß. Gut, jetzt auf jeden Fall schon wieder in Überzahl. Jetzt wird sich die Bombe gepickt von Mason. Eine Smoke für B zum Unfaken, wie es scheint. Wird sehr viel abgewartet gerade noch. Aber die CTs sind gar nicht mal schlecht positioniert. Gegen Prince jetzt Felben. Felben holt sich Prince.
Macy kriegt gut Damage von der Nate. Könnte sogar eine Flawless-Runde werden und es wird die Flawless-Runde. Root Academy holt sich jetzt hier also die zweite Runde in Folge. Ist das Comeback etwa real? Ist es real? Werden wir sehen. Oh, da wird immer. Banane. Oh! Fuck! Ding, gut! Ja. Nee, komm! Ich denke mal, Invictus kann da nicht mehr viel ausrichten. Gegen 3 wird schön, die Bombe ist down. Ah, wobei. Und 2 ist eigentlich machbar. Ist ja in der Tat machbar. Also wenn das da geklatscht wird. Gut, das ist belastend. Das kann ich wiederum verstehen, dass man sowas reinschreibt. Die Smoke einfach durch die Molly fliegt. Aber ich habe das in letzter Zeit mitbekommen, das passiert öfter. Dass der Smoke einfach im Molly aufditscht und dann einfach durchspringt oder durchfliegt. Mason. Chat macht mal Stimme für Hut hier. 15-15 ist drin, ja, wer weiß, wer weiß. Du legst. Ja, Drew hat einen 21-23 gecallt. Also. Bin gespielt. Ja. War auch gar nicht mal so schlechte Echo, wenn ich das richtig gesehen habe. War das ja ein Echo, ne? Ja, war ein Echo. Ja. Ich schwimme noch der Mason Ultra. So, schauen wir nochmal auf den Aufbau. Ja, auf jeden Fall nochmal Bock auf Banane, oder? Nee, Mitte. Gehen Mitte komplett hoch. Oh, ich denke mal, das wird ein Go Richtung Bogen. Oh, ganz viel Damage da. Das ist da richtig gut. Holy shit! Plan! Alle drauf! Alle 4K drauf! 4K von Filmen. Krass. Ich will ja nichts sagen. Aber. Ich glaube, das war gar nicht mal so eine schlechte Prediction hier. Jetzt die letzten 4 Runden in Folge geholt. Also. Seven Lives jetzt auch schon wieder mit einer Deco, beziehungsweise Echo. Könnte doch mal knapp werden. Oh, Typhoon. Comeback ist grad real. Muss halt so weitergehen. Wieder ordentlich Damage auf Banane. Mal sehen, aber keiner oben. Wow, und Finn haben auch schon gut Damage gefressen. Aua! Ah. Da fällt B. Das ist ein Überzahlspiel und Waffen. Kommen wir mit 2. Ich klick mal einmal weiter vom Autodirector. Und mach den dann wieder an. Das 10. Ja. Die CT ist jetzt in krasser Unterzahl. Die T ist ja auch mittlerweile mit Waffen, die sie aufgesammelt haben. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Nur noch Felben. Wird das klatschen? Nein. Er kriegt den One Deep. Geh, geh. 16-8 für 7 Lives. 1-1. Du legst. Boah, schade. Dann hätte noch mal was werden können hier. Comeback wäre real gewesen.